Willst du jetzt nach Faustauhaven? Aber sowas von. Faustauhaven, wir kommen, Anker gelichtet. Pecco, mein Schatz, wir stechen in See. Diese Szene will ich mir jetzt genüsslich anschauen. Und die Melodie. Hey Tali, wo bist du? Nein, Spaß. Yeah. Hammermäßig. One Piece. Diesen Schatz werde ich finden. Irgendwo da draußen ist der größte Schatz der Welt versteckt. Ach ja, ich bin auch so ein One Piece Freak, ne? Wollte ich mal eben nebenbei erwähnt haben. Ahoi, wir haben in Faustauhaven Anker geworfen. Du hast einen Brief für jemanden hier, stimmt's? Wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, empfehle ich dir einfach mal in der Arena vorbeizuschauen. Camillo, der Arenaleiter von Faustauhaven, kennt die Stadt wie seine Westentasche. Camillo heißt also der nächste Arenaleiter. Und hier sind wir in Faustauhaven. Faustauhaven, eine kleine Insel im blauen Meer. Ja, Faustauhaven befindet sich auf einer Insel. Und wie wir bereits erfahren haben, befindet sich hier auch eine Pokémon-Arena. Hey du da! Faustauhaven ist eine kleine Inselgemeinschaft. Wenn hier was in Mode kommt, mach's sofort jeder nach. Okay, aber bevor wir hier in die Arena gehen, würde ich vorschlagen, dass wir uns erstmal schön in Ruhe Faustauhaven anschauen. Pokémon-Arena von Faustauhaven, Arenaleiter Camillo. Sein Kampfstil schlägt hohe Wellen. Ah, nice. Schlägt hohe Wellen. Hat er sich auf den Typ Wasser oder doch auf den Typ Kampf spezialisiert? Das werden wir alles gleich erfahren. Diese Gegend ist als Angelplatz sehr beliebt. Hat auch dich die Angelleidenschaft gepackt? Ja, ich liebe Angeln. Also in den Spielen. Schön, deine Antwort gefällt mir. Ich werde dir eine meiner Angeln geben. Ach was, von dir erhalten wir also die ganz normale Angel. Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Stell dich zuerst ans Wasser und wirf die Rute aus. Dann heißt es Konzentration. Wenn etwas an der Schnur zieht, hol die Rute schnell ein. Beherzige diese Tipps und genieße das Anglerleben. Okay, wisst ihr was? Eigentlich wollte ich jetzt nicht unbedingt hier ein Pokémon fangen, weil wir haben ja schon Hydropia am Start. Aber wo wir schon mal hier sind, können wir das dennoch machen und einmal die Angel benutzen. Und nebenbei kann ich ja kurz darauf eingehen, welche Pokémon man hier in Faustauhaven fangen kann. Erstmal muss etwas anbeißen. Nice! 2 Ausrufezeichen. Auf einmal kommt da ein Shiny. Ja, man kann hier, wenn man zum Beispiel surft, die Pokémon Tentacha, Wingull und Pelipper erwischen. Mit der ganz normalen Angel gibt es Tentacha und Carpador. Mit der Profi-Angel gibt es ebenfalls Tentacha und Carpador. Und mit der Profi-Angel kann man hier ein Walmart bei einer 5%igen Wahrscheinlichkeit erwischen. Und mit der Super-Angel hat man dann eine 100%ige Wahrscheinlichkeit. Ich verstehe das manchmal nicht, ey. Ich meine, die Profi-Angel ist so viel besser als die Super-Angel. Aber ja. Gut, am besten Flügelschlag nicht einsetzen. Vielleicht könnte Carpador down gehen. Uxukeep kann es noch aushalten. Super. Alles klar, Carpador. Dich werde ich jetzt sofort einfangen mit dem Premierball. Mal gucken, ob das hinhaut. Wäre nice. Weil dann müssten wir jetzt keinen Pokéball oder keinen Superball verschwenden oder verwenden. Nice, Carpador ist dabei. Jetzt haben wir 2 Pokémon noch am Stessel. Neben dem jetzigen Team, die wir für die Nuzlocke Challenge benutzen können. Okay. Carpador ist ein armseliges Pokémon, das nur platschen kann. Sein merkwürdiges Verhalten hat so manchen Wissenschaftler zum Forschen angeregt. Möchtest du dem Carpador einen Spitznamen geben? Ja, das möchte ich. Diesem Carpador gebe ich den Namen Chris. Chris, ich hoffe, du bist jetzt nicht sauer, dass ich ein Carpador nach dir benenne. Bedenke, Carpador kann sich zu Gyarados weiterentwickeln und bedenke ebenfalls, dass Gyarados mir schon sehr oft in den Nuzlocke Challenges geholfen hat, zum Beispiel im Pokémon Saphir oder im Pokémon Mond. Na, können sich noch die Leute, die im Pokémon Mond in dem Livestream dabei waren, daran erinnern, wie krass es war, mit einem Gyarados unterwegs zu sein? Ohne Gyarados hätte ich da echt Probleme gehabt. Hä?
Hier ist Route 107. Supershots. Ich will jetzt nicht noch einmal hier angeln, weil wir haben ja schon ein Wasser-Pokémon. Carpador haben wir jetzt auch. Ich würde vorschlagen, dass wir hier ein anderes Mal vorbeischauen. Ich würde vorschlagen, dass wir hier ein anderes Mal vorbeischauen und dann surfen. Weil hier sind ja auch einige Trainer. Und dann können wir mal auf ganz entspannt ein Pokémon fangen. Route 107, Wasserroute. Faustau Hafen, Route 108, Wasserroute. Okay, alles klar, gut zu wissen. Von hier aus erreicht man diese Routen. Ja, außer Angeln und das Item da aufheben, kann man hier in unserem Falle nichts tun. Aber gut zu wissen, dass man hier von hier aus die andere Route erreicht. Wobei, man könnte ja auch surfen, ne? Hey, Sixax, bist du echt? Sehe ich. Bevor ich meinen Mann geheiratet habe, lebte ich in der großen Hafenstadt Graffitport City. Hier auf der Insel verläuft das Leben geruhsamer, allzeit vom wunderbaren Meer umgeben zu sein. Das ist pure Glückseligkeit. Ich liebe das Meer. Mit so einem Pokémon und Familie auf einem kleinen Eiland wie diesem leben zu dürfen, ist für mich das wahre Glück. Wisst ihr, Leute, Dankbarkeit ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir Menschen etwas mehr dankbar wären, dann wären die meisten von uns schon wieder etwas zufriedener. Und durch diese Zufriedenheit kann man andere vielleicht inspirieren und anstecken und den Menschen der Erde, der Natur mal was Gutes antun. Tag auch, na, bist du fleißig am Trainieren? Ja, dann gib unbedingt auch mal dem Supertraining eine Chance. Du wirst sehen, es lohnt sich. Für mich gibt es nichts Besseres als eine erfrischende Supertrainingslexikon. Ja, also das haben wir uns im Pokémon X einmal kurz angeschaut gehabt und in der dritten Folge oder in der vierten Folge in diesem Let's Play sind wir auch nochmal kurz darauf eingegangen, aber das war wirklich am Ende eines Parts. Mit dir hatten wir schon, glaube ich, gesprochen. Ja, ja. Okay, im Pokémon Center waren wir noch nicht. Das sollte ich mal kurz ändern. Oh, ist das ein Astrainer? Also nicht diese Frau. In der Granithöhle am Rande der Stadt, so soll man seltene Steine finden können. Die Granithöhle, ja, die ist ja auch hier um die Ecke. Wenn ein Pokémon kampfunfähig ist, kann es zwar nicht mehr an Kämpfen teilnehmen, aber außerhalb von Kämpfen noch immer VM-Attacken einsetzen. Hey du da, was machst du denn? Ich schäme mich gerade rüberzuschauen, aber würdest du dich mit mir unterhalten? Wenn man Pokémon an seiner Seite hat, kann man Sprachbarrieren überwinden und mit verschiedenen Menschen in Kontakt treten. Mhm. Ich dachte, hier steht jetzt jemand, aber nee. Ist nicht so. Ist nicht so. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Ja, natürlich. Wie synchronisierst du gerade, Schwester Joy? Und jetzt drücke ich auch nochmal auf Nein. Alles klar, Kanscha. Das ist das Team. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ich freue mich schon auf die Granithöhle. In der Granithöhle kann man kann man coole Pokémon fangen. Leider gibt es in Omega Rubin ein gewisses Pokémon, was man nicht fangen kann. Dafür kann man es aber in Alpha Saphir fangen. Darüber reden wir gleich. Ich weiß, was hip und angesagt ist. Darum lasse ich mir nie einen Trend entgehen. Sag mal, hast du schon mal was von Festen zum Thema Tränke gehört? Natürlich hast du das. Was frage ich dich überhaupt? Feste zum Thema Tränke sind im Moment total angesagt. Deine Freunde fahren sicher auch total darauf ab. Habe ich recht? Ich sag mal ja, ich weiß nicht, was er gerade will. Tja, wie wundert's. In letzter Zeit schwärmt ja jeder vom Festen zum Thema Tränke. Ach so, okay, was passiert, wenn ich jetzt Nein sage? Ich sag mal Nein. Nö, nö. Was sagst du da? Das soll gerade nicht hip sein? Gut, dann verrate mir mal, was jetzt angesagt ist. So Leute, wir werden jetzt versuchen, einen Trend zu setten. Was ist cool? Pokéball? Hä, wie bitte? Pokébälle? Also, was soll denn daran bitte schön hip sein? Pokéball-Tänze. Nee, Pokéball-Feste. Pokébälle-Feste. Wie, was hast du da gesagt? Feste zum Thema Pokébälle? Ja, an solchen Festen werden Pokébälle einfach verschenkt. Und derjenige, der bei Bingo gewinnt, erhält einen Meisterball. Ah, na klar, habe ich davon schon gehört. Feste zum Thema Pokébälle, meintest du, stimmt's? Aber hallo, das ist ja jetzt sogar total angesagt. Man müsste praktisch hinter dem Mond leben, um noch nie davon gehört zu haben, wie jetzt. Also nichts für ungut, aber Feste zum Thema Tränke sind doch von gestern. Heutzutage dreht sich doch alles um Feste zum Thema Pokébälle.
Ich weiß, was hip und angesagt ist, darum lasse ich mir nie einen Trend entgehen. Sag mal, hast du schon mal was vom Festen zum Thema Pokebälle gehört? Ah, okay. Bei ihm müssen wir immer vorbeischauen, um Trends zu setten. Oh, jetzt habe ich auf Nein gedrückt, deswegen muss ich das mal wiederholen. Tja, wie wundert's, in letzter Zeit schwärmt ja jeder vom Festen zum Thema Pokebälle. Okay, wartet mal, ich glaube, das sollte die Faustau-Hafenhalle sein. Ja genau, die Faustau-Hafenhalle, die Informationsbörse für jedermann. Das, was wir jetzt mit ihm besprochen haben, das wird jetzt überall, ja, herumgesprochen, keine Ahnung wie. Ich meine, er ist ja die ganze Zeit hier, vielleicht benutzt er seinen Pokédex-Navi gerade und wir erkennen das nicht. Ich meine, sein Multinavi. Und es kann sein, dass die anderen jetzt dadurch etwas mitgekriegt haben. Wir gehen mal kurz hier rein. Zurzeit sind Feste zum Thema Pokebälle ganz besonders angesagt. Ich könnte mir ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Seht ihr? Das war das, was ich versucht habe zu meinen, aber hin und wieder fällt es mir ein bisschen schwer. Ich versuche ständig, meinen Pokémon die Bedeutung von Festen zum Thema Pokebälle zu vermitteln, doch das ist alles andere als leicht. Ich stelle gerade Nachforschungen zu Festen zum Thema Pokebälle an. Ob es stimmt, dass zwischen ihnen und dem eigenen Pflichtbewusstsein irgendein Zusammenhang besteht? Ey, das hört sich so komisch an. Ich sag mal ja, weil ich habe ja hier den Trend gesetzt. Oh, da lag ich ja absolut richtig. Ich bin einen Schritt weiter in meinen Bemühungen, hip und aufregend zu sein. Also die benutzen jetzt alle in ihren Sätzen das Wort Pokebälle. Ob Feste zum Thema Pokebälle woanders wohl noch mehr im Trend liegen als bei uns? Langsam wird mir das zu viel hier. Ich frage mich, ob im Fernsehen Sendungen über Feste zum Thema Pokebälle laufen. Boah, das ist so wahnsinnig. Ich sammle alles, was mit Festen zum Thema Pokebälle zu tun hat. Egal ob Puppen, Klamotten oder Bilderbücher. Ich sammle sie alle. Da staunst du was, aber ich muss dich enttäuschen. Denn teilen werde ich meine Schätze nicht mit dir. Da kannst du noch so betteln. Oh, ich werde bestimmt bessere Items finden. Ich war neulich auf einem dieser angesagten Feste zum Thema Pokebälle. Da bist du neidisch, was? Das war der Wahnsinn, total toll. Das war das einzig wahre Fest zu dem Thema. Nein, nein, das Fest zum Thema Pokebälle, auf dem du warst, war nicht das Original. Wie soll ich es erklären? Nun ja, also das echte Fest ist viel spannender, viel schöner und viel mitreißender, einfach um Welten besser. Was habe ich da nur angestellt? Und ja, Leute, es gibt noch eine Sache, was ihr vielleicht, also es würde, glaube ich, nicht schlecht tun, wenn man das weiß. Und zwar, wenn ein Mann hier zugibt, dass die Worte, die ich jetzt gerade, ja, ich sag mal, gewählt habe, zum Beispiel Pokebälle, wenn diese Wörter oder wenn dieses Wort viel cooler ist als die Wörter, die sie vorher in den Trends hatten, dann werden die 6 Fundplätze vom Barschbar auf der Route 119 geändert. Barschbar ist ja, ja, soweit ich mich gut daran erinnern kann, ein Pokémon, welches man nicht so leicht kriegt, ne? Also falls ihr ein Barschbar haben wollt, solltet ihr einen Trend setten. Schau dir das mal an. Das ist ein Seidenschal. Der letzte Schrei. Oh, deine Augen fangen ja förmlich an zu funkeln. Du magst meinen Stil, nicht wahr? Hihi, das freut mich. Hier, das schenke ich dir. Seidenschal. Dadurch werden Attacken vom Typ normal verstärkt. Ein Seidenschal steigert die Stärke von Normalattacken. Dieser wunderbare Schal passt einfach zu fast allen Pokémon. Was macht ihr eigentlich gerade? Wow, du hast die lange Reise über das Meer auf dich genommen, um nach Faustau-Hafen zu gelangen. Bist du hier, weil du von Camillo gehört hast? Er ist so cool. Er ist ein Idol für jeden. Camillo, ich weiß nicht, ob ich es noch hinkriegen werde, in diesem Part den Camillo herauszufordern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn allerspätestens im nächsten Part herausfordern kann. So, Route 106. Hier können wir ebenfalls ein Pokémon fangen, aber wir machen genau das, was wir auf der Route 107 vorhaben. Tipps für Trainer. Ein Hinweis zum Fangen von Pokémon mit der Angel. Drücke den A-Knopf, sobald eins angebissen hat. Dieser Kollege will bestimmt kämpfen. Route 106, Wasserroute. Da ist ein Backpacker, der will auch bestimmt kämpfen. Hier könnten wieder Kerbungen sein. Für die Geheimbasen. Und hier liegt ein Item. Protein. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir trainieren jetzt ein wenig. Wie sieht's aus bei Schwalbini? Ja, nachdem Schwalbini das 16. Level erreicht hat, lasse ich Samurzel lieben. Was findest du besser, angeln im Meer oder im Fluss? Keine Ahnung, darüber habe ich nie nachgedacht. Ich meine, wenn ich an das Meer denke, dann denke ich einfach nur daran, mich zu entspannen oder sogar zu schwimmen. Ich würde, glaube ich, Fluss sagen. Ein Carpador. Das war sowas von klar.
Wie viele Pokémon hat der Angler Alois? 2? Ein Volltreffer. Mal gucken, ob das ausreicht, um das nächste Level zu erreichen. Nee, 85 Erfahrungspunkte sind zu wenig. Wobei, jetzt haben wir es hier mit einem Tentacha zu tun. Tentacha könnte Flügelschlag eventuell aushalten. Ja, ich meine, der Spezialverteidigungswert ist besser als der Verteidigungswert. Aber diese Werte von Tentacha sind viel besser als die Werte von Carpador. Und es ist auch auf dem 12. Level. Komm schon, Schwalbini, komm schon. Och nö, ne? Wieso triffst du dich selbst? Säure, ja toll. Aua, keine Vergiftung. Super. Flügelschlag, komm schon. Wie, du triffst dich selbst, Schwalbini. Schwalbini, was soll das? Nicht, dass du jetzt KO wirst. Oh. Ich glaube, ich muss mal hier etwas machen. Ja, genau. Ich gehe zur Sicherheit rüber zu Morabel. Oder? Nee, ich gehe mal rüber zu Bommels. Bommels kann das auch hinkriegen. Ich meine, mit Morabel haben wir in den letzten Parts des Öfteren gekämpft. Deswegen hat es sich auch weiterentwickelt. Säure. Ich glaube, ich muss ins Pokémon Center zurückkehren. Ach ja, ich wollte doch einkaufen. Stimmt. Ich sollte wirklich einkaufen. Body Slam. Umklammerung. Boah, das sieht aus wie Rankenhieb. Das sollte ausreichen. Ist eine Step-Attacke. Keine Chance, Tentacha. Ach ja, die Kampfumgebung. Einfach nur genial. Einfach nur genüsslich. 171 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Ich habe geradezu spektakulär verloren. Genau wie beim Tiefseefischen. Tiefseefischen. Aus hier. So. Hier hinten war ein weiterer Angler. Den fordern wir auch nochmal heraus. Ich werde jetzt nicht ins Pokémon Center laufen. Das machen wir dann ganz am Ende. Ja, ich habe mich in diesem Part, glaube ich, schon voll oft versprochen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich sag mal so, Versprechen ist ja eigentlich nichts Neues. Das tut man ja auch, wenn man keine Videos macht. Aber ich versuche mich halt immer so gut wie möglich anzustrengen, dass ich mich in den Videos so gut wie wenig oder gar nicht verspreche. Was machen Angler eigentlich, wenn sie mal auf die Toilette müssen? Wenn ich daran denke, dass währenddessen ein großer Fisch anbeißen könnte. Keine Ahnung, ey. Dann angelst du vielleicht mit einem guten Freund. Der übernimmt dann deinen Posten. Wenn du mal kurz weg musst. Schwalbini, warte mal, habe ich mich um Schwalbini gekümmert? Ja, ich bin sowas von vergesslich. Dieses Tentacha ist auf dem 13. Level. Ich hätte auch Superschall einsetzen können, aber ich habe keinen Bock darauf. Das war ein Volltreffer, definitiv. Ich meine, wenn wir dieses Tentacha auf dem 13. Level direkt mit Flügelschlag besiegt haben, dann muss das ein Volltreffer sein. Das andere Tentacha war ja auf dem 12. Level. Und wir waren auch noch auf dem 15. Level. Okay, Schwalbini, noch 2 Level-Ups. Bestimmt habe ich verloren, weil ich nicht auf die Toilette gegangen bin. Ja, vielleicht warst du unruhig. Oh, ich glaube, dass bald ein Prachtexemplar anbeißen wird. Ach Mann, der ist sowas von in seiner Welt. Ja, wir lassen jetzt zusammen Murzeln liegen. Besser ist es. Und let's go. Hier ist ein Backpacker. Mein Heimatdorf liegt weit vom Meer entfernt, deshalb wollte ich schon immer einmal Höhen besuchen. Ah, ich freue mich gerade, dass wir hier einige Trainerkämpfe wahrnehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den letzten Trainerkampf im letzten Part direkt am Anfang hatten. Gegen ein Team Magma-Mitglied. Danach gab es, glaube ich, keine weiteren Trainerkämpfe mehr. Ein Bummels auf dem 13. Levels. Levels Key. Nee, Samurzel, tut mir leid. Ich sollte dich besser rausnehmen. Rüber zu Morabel. Damit es auch einige Erfahrungspunkte erhält und levelmäßig mit euch zusammenhalten kann. Och nö, ne? Nee, ne? Das ist jetzt sowas von nervig. Nee, ich glaube, ich habe das Item Aufwecker nicht. Daher gehe ich rüber zu Schwalbini. Dann wird auch Morabel nicht einschlafen. Ich meine, wir werden ja gleich in der Granithöhle sein. Und in der Granithöhle wollte ich auf jeden Fall noch ein Pokémon fangen. Hoffentlich. Ach, Zubiris würde ich sehr gerne fangen. Aber geht leider nicht. Zubiris ist nur in Alpha Saphir. Ich meine, ich könnte es mir auch besorgen, so ist es nicht. Aber für die Nuzlocke Challenge hätte ich Zubiris gerne dabei.
Okay, dann würde es neben dem Typ Geist auch noch den Typ Unlicht haben. Das bedeutet, wir hätten dann drei Pokémon im Team mit dem Typ Unlicht. Darauf sollte man auch achten. Nicht, dass man gegen Kampf-Pokémon kämpft und man hat ja drei Pokémon mit dem Typ Unlicht. Dann hat man Probleme. Ich hoffe, Bummels bekommt jetzt keinen Trank oder so. Ruxukeep, schnell, schnell, schnell. Ah ja, stimmt, Zugabe. Ja, klar. Das habe ich vergessen. Ey, wieso drücke ich die ganze Zeit auf Ruxukeep? Okay. Und bye bye, Bummels. Ah, ich glaube, die Arena werden wir uns im nächsten Part vorknüpfen. Ich meine, wir haben jetzt schon 20 Minuten erreicht. Und ich will nicht, dass dieser Part über 30 Minuten lang wird. Du hingegen scheinst an der Küste aufgewachsen zu sein. Küste aufgewachsen zu sein. Die Wellen haben dich offensichtlich gestählt. Hoffentlich werde ich mir in diesem Jahr ein neues Mikrofon kaufen. Ich meine, ich bin zufrieden mit meinem Mikrofon, aber ich möchte sehr gerne ein besseres Mikrofon haben, weil hin und wieder habe ich das Gefühl, oder was heißt das Gefühl, ich habe das auch mitgekriegt, dass gewisse Wörter irgendwie nicht aufgenommen werden und manchmal hört sich meine Stimme ein wenig verrauscht an. Oder verraucht. Nee, verrauscht. Alles klar, wir sind jetzt hier in der Granithöhle. Wir haben kein Fahrrad. Oh, du willst nicht kämpfen? Hey du, dort vorne wird es schrecklich dunkel. Das macht das Erkunden ganz schön schwierig. Aber das Motto von uns Wanderern heißt, jedem aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du jetzt das hier von mir. Ach was, ist ja cool. Voll nett, der Kerl. Von ihm bekommen wir die Attacke Blitz. Bringe einem Pokémon die VM-Attacke Blitz bei und setze sie ein. Bringe einem Pokémon die VM-Attacke Blitz bei und setze sie ein? Hä? Da stand doch eben gerade TM70. Und hier steht VM-Attacke. Ich meine, in der ersten Generation war ja die Blitzattacke eine VM-Attacke. Und irgendwann hat sich das ja geändert. Aus der VM-Attacke wurde eine TM-Attacke. Aber er sagt VM. So erfüllst du selbst die dunkelste Höhle mit Licht. Was ist denn hier los? Wie? Könnt ihr mich bitte durchlassen? Hey, nicht vordrängeln. Wieso? Niemand kann sagen, was genau auf den Höhlenmalereien dort hinten abgebildet ist. Aber genau dieser Reiz des Unbekannten ist es ja, der die Herzen von Ruinemaniacs höher schlagen lässt. Es scheint, als wäre dort ein riesiges Pokémon abgebildet, das wir noch nie zuvor zu Gesicht bekommen haben. Das ist alles so aufregend. Ja, das möchte ich mir auch gerne anschauen. In letzter Zeit kommen hier viele Leute vorbei, um die Höhlenmalerei dort hinten zu bestaunen. Erst neulich waren diese zwei Chaotentrupps mit ihren roten und blauen Uniformen da. Wie hießen die noch gleich? Team Dagmar und Team Agne? Team Magma und Team Aqua. So heißen diese Organisationen. Ich dachte schon, wir werden hier gar nicht von wilden Pokémon angegriffen. Och nice, ein Makuhita, super. Ein Kampf-Pokémon, das finde ich super, Leute. Das finde ich super. Ja, also die Granithöhle ist schon so eine besondere Höhle, ne? Das wird hier ziemlich lange dauern, bis ich jetzt darauf eingehe, welche Pokémon man hier fangen kann. Aber ich mache das mal so nebenbei. Also im Erdgeschoss kann man die Pokémon Zubat, Makuhita, Abra und Kleinstein fangen. Im Erdgeschoss gibt es auch Massenbegegnungen. Das sind dann die Pokémon Zubat, Makuhita und Kleinstein. Im ersten Untergeschoss kann man Zubat, Stolunior, Makuhita und Abra fangen. Massenbegegnungen gibt es hier auch, Zubat und Stolunior. Im zweiten Untergeschoss gibt es wieder Zubat, Stolunior und Abra. Flunkiefer gibt es auch, aber Flunkiefer kann man nur in Omega Rubin fangen. Zubiris kann man im zweiten Untergeschoss fangen, aber dieses Pokémon kann man halt, wie bereits erwähnt, nur in Alpha Saphir fangen. Massenbegegnungen gibt es auch im zweiten Untergeschoss. Das sind wieder die Pokémon Zubat, Stolunior, in Omega Rubin Flunkiefer und in Alpha Saphir Zubiris. Wenn man hier die Attacke Zertrümmerer einsetzt, kann man Kleinstein und Nasknet fangen. Und mit dem Pokédex-Navi kann man die Pokémon Praktibalk, Milza und Onix finden, aber erst, wenn man ja den Nationaldex erhalten hat. Dann geht's ab. So. Oh, ich freue mich gerade, dass ich während des Redens die Pokémon aufgesagt habe, die man hier fangen kann. Und worüber ich mich gerade am meisten freue, ist, dass ich Makuhita nicht KO'd habe durch einen Volltreffer. Und Morabel ist noch kampffähig. Komm schon, Makuhita. Komm schon! Hariyama ist ein geiles Pokémon. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich dieses Pokémon im Team
haben werde. Nice, das Pokémon konnten wir fangen. Ist das nicht genial? Level 17. So, jetzt bin ich auf den Eintrag gespannt. Männlich, okay. Ich glaube, einkaufen werden wir doch im nächsten Part. Makuhita ist sehr zäh. Selbst wenn es im Kampf mehrfach niedergeschlagen wurde, steht es immer wieder auf und greift seinen Gegner an. Bei jedem Mal speichert es mehr Energie in seinem Körper für seine Entwicklung. Möchtest du dem Makuhita einen Spitznamen geben? Definitiv. Dieses Pokémon soll Kale heißen. Schnell, schnell, schnell. Nee, ich glaube, wir machen das echt so, dass wir im nächsten Part erst einkaufen gehen. Weil eigentlich wollte ich einkaufen gehen wegen den Schutz-Items. Aber so wie es aussieht, können wir gerade nichts Großartiges hier in der Granithöhle tun. Ich meine, wir haben jetzt hier eine Attacke bekommen. Die Kollegen da versperren uns gerade den Weg. Oh nice, ein Abra. Gut, dass Abra gerade nicht erschienen ist. Weil ein Abra zu fangen, das ist nicht so einfach. Wegen der Attacke Teleport. So, wir kehren dann ganz schnell ins Pokémon Center zurück. Hoffentlich greift kein Pokémon mehr an. Super. Heilen kurz unsere Pokémon. Und bereiten uns auf den nächsten Part vor. Im nächsten Part werden wir dann direkt die Arena betreten. Und den Kampf um den zweiten Arena-Orden wahrnehmen. Tränke werde ich jetzt nicht kaufen. Wir haben genügend Tränke am Start. Falls irgendetwas schief gehen sollte, dann kann ich ja immer noch schnell ins Pokémon Center zurücklaufen. Ich meine, das Pokémon Center ist ja nicht allzu weit entfernt von der Arena. Daher ist alles gut. Wartet mal. Ah ja, genau. Wir haben mit den ganzen Leuten im Pokémon Center gesprochen gehabt. Genau. Hier machen wir einen Cut, liebe Leute, und speichern ab. Im nächsten Part geht es dann von hier aus weiter. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn was ist, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Macht es gut und tschüssi, Leute.